So, hallo meine lieben Freunde, da bin ich wieder mal. Nachdem wir das heiße Wochenende einigermaßen alle überstanden haben, ohne ausgetrocknet zu sein, denke ich, machen wir uns mal ein bisschen Gedanken, wie es in der Zukunft weitergehen soll mit unserem Projekt, welches ja doch mal gedanklich die Fortsetzung der Geschichte der Europäade hier in Gotha darstellt. Die 4, 5 Tage Europäade in Gotha haben gezeigt, dass ja, es durchaus Spaß machen kann, wenn sich die Menschen aus Europa an einem Ort treffen und mal ein paar Tage ja, miteinander in Berührung kommen, Feste feiern, miteinander reden, miteinander Spaß haben und vielleicht auch hier und da mal über ernsthafte Themen reden. So, aus diesem Einmal-Event, welches ja so oft nicht in Gotha stattfinden wird, denn zumindest die Planung vom Oberbürgermeister lautet, dass er ja in 25 Jahren die 75. Europäade nach Gotha holen möchte, heißt, dass wir bis dahin ein Stück Wegstrecke vor uns haben, die wir ja irgendwie gestalten möchten, gemeinsam natürlich. So, also, aus der Europäade-Idee ist jetzt die Original-Gotha-Idee Eurowalk entstanden. Das heißt, wir bewegen uns aufeinander zu in Europa und bewegen uns aufeinander zu, tatsächlich mit unseren, ja, angewachsenen Füßen. Das heißt, das ist jetzt so eine Geschichte, wo wir sagen, das Wandern, naja, das ist eine Geschichte, die ist nicht gerade neu, vielleicht auch nicht besonders sexy, aber nach wie vor eine Sache, die durchaus ihren Reiz hat, mal in dieser etwas langsameren Fortbewegungsart oder unserer natürlichen Fortbewegungsart unsere nähere als auch fernere Heimat, ja, Thüringen, Europa, kennenzulernen. So. Und so ist also die Idee von der Eurowalk entstanden und die Eurowalk wird ihren Ausgang nehmen, dass sie nun mal eine Gotha-Idee ist, im Landkreis Gotha. Und ja, wenn man so, sich auf so eine Reise begibt, sollte man auch einen möglichst guten Startpunkt finden, Startpunkt wählen, also einen Punkt, den man auch vielleicht wiederfindet auf der Landkarte. Und so bin ich auf die naheliegende Idee gekommen, den Start der Eurowalk 2014, also der ersten Eurowalk, auf das Plateau des großen Inselsberges zu verlegen, also sagen wir auf 916 Meter Höhe. Von da aus haben wir es mal schon einen ganz guten Überblick über das vor uns liegende schöne grüne Thüringer Land. Und dann werden wir einfach mal vom Plateau aus einen Blick in Richtung Süden wagen, soweit halt die Witterungslage das zulässt und werden also vom Plateau des Thüringer Waldes aus, vom Plateau des Inselsberges aus, uns in Richtung Süden bewegen. Und zwar bis nach Labin und Rabatz. Das sind also so ein Doppelort direkt an der Blauen Adria. Also sind wir dann auf Meeresniveau. Und ja, werden diesen Weg nutzen, neue Wege zu finden. Neue Wege in dem Sinne, die also fußläufig, wie man so schön sagt, die zu Fuß benutzbar sind, eventuell später nutzbar oder ausbaubar sind, als Radweg genutzt zu werden. Und die einfach die Region, ja, aus dem Norden und Süden, die beiden Regionen miteinander verbindet und alles, was dazwischen liegt. So, das ist die Geschichte, die jetzt in Vorbereitung ist. Ich bin der Projektleiter dieser Aktion. Ich werde diese Eurowalk 2014 auch selbst ablaufen. Also ich werde wirklich diesen Weg laufen vom Plateau des Inselsberges aus bis an die Küste, bis nach Rabatz. Und werde auch die gesamte Aktion dokumentieren über diese Internetseite und werde natürlich alle Partner, die sich auf dem Weg ergeben werden, mit dieser Seite auch vernetzen. So, das heißt also einmal, es besteht die Vernetzungsmöglichkeit für jedermann, der an dieser Tour teilnehmen möchte. Punkt 1. Jeder kann sich mit seiner Facebook-Seite, mit dieser Seite schon vernetzen und sozusagen virtuell auf die Reise mitgehen. Die Idee ist also, dass wir zunächst einmal von Norden nach Süden laufen und dann, ja, je nachdem nach den Dingen, die sich halt ergeben werden, werden wir die Route noch einmal von Süden nach Norden laufen. Und dann auch versuchen,
Menschen mit auf den Weg zu nehmen, die also auf dem Hinweg uns bereits kennengelernt haben. So, daraus werden sich jetzt Kontakte entwickeln, persönliche Kontakte, Geschäftskontakte, Freundschaften. Ja, so wie das einfach ganz normal ist, wenn man sich auf Wanderschaft begibt. So, das ist so ein bisschen die Geschichte wie Marco Polo, der sich da einst mal auf den Weg gemacht hat. Vielleicht die etwas modernere Variante, ohne Stress zu haben, ohne jetzt irgendwelche Zeitvorgaben zu machen, irgendwie Rekorde brechen zu wollen, gar nicht. Ganz normal. Wir bewegen uns aufeinander zu. Wir nehmen uns Zeit für gute Gespräche und schauen einfach mal, welche Dinge sich daraus entwickeln werden. Und zwar zum gegenseitigen Nutzen und zum gegenseitigen Vorteil. So, das ist meine Rede für heute. Soll nicht lang und breit werden. Ja, ich verbleibe so wie immer mit lieben und angenehmen Grüßen hier aus New Kota City, euer alter Freund, der Didi. So, jetzt wollen wir mal schauen, wo dieser Knopf ist. Hier steht Aufnahme beenden. Sind auch jetzt gerade mal so 6 Minuten 15 Sekunden. Geht also relativ fix, mal so eine Meldung zwischendurch zu produzieren, ohne dass es weh tut. Also, dann wie immer, tschüss.